Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid heute meine Versuchskaninchen. Den gleichen Vortrag wird es nämlich nächste Woche bei den Internet Security Days im Phantasialand in Brühl geben. Ich finde das ja sehr abgefahren, dass man ein IT-Event in einem Freizeitpark macht, aber das hat in der IT-Szene tatsächlich Potenzial wohl. Da gibt es noch ein paar andere. Da ihr ja eben alle schon in der ersten Session gesessen habt, muss ich euch nicht mehr erzählen, woher ich komme und was ich alles so mache. Bis auf eine Geschichte, die ich mache. Ich bin nämlich seit ein paar Tagen schon im Joomla Security Strike Team. Ihr weiß gar nicht, warum das nicht einfach Security Working Group oder sowas genannt wurde, aber ist auf jeden Fall so. Und wir haben ein eigenes Wappen und was weiß ich nicht, was alles. Geld, Macht, Drogen. In diesem besagten Security-Trüppchen ist es immer mal wieder so, dass über eine spezielle, hochgradig abgesicherte E-Mail-Adresse uns Fehler in Joomla gemeldet werden, die irgendwie sicherheitsrelevant sind. Wir sichten das Ganze dann, versuchen es im ersten Schritt nachzuvollziehen. Wenn uns das gelingt, bestätigen wir erstmal den Fund dieser Sicherheitslücke bei demjenigen, der das mal ursprünglich gemeldet hat, schreiben den entsprechenden Patch, lassen das von dem Melder prüfen, ob das wirklich gepatcht wird dadurch, machen dann irgendwann das Security Release und alle sind glücklich. Das ist der Normalfall, weil es etwas gibt in der IT-Security-Welt, das nennt sich Responsible Disclosure. Da geht es darum, dass man eine gefundene Lücke nicht einfach so in die Welt hinausballert, sondern verantwortungsbewusst damit umgeht, diese Lücke immer erst bei demjenigen meldet, der die Software entwickelt, damit der die Lücke schließen kann und erst wenn die Lücke geschlossen wurde, redet man drüber. Das ist der Normalfall. Es gibt aber leider in dieser wunderbaren IT-Security-Welt auch ein paar fiese Gestalten. Und diese fiesen Gestalten sind da manchmal nicht so verantwortungsbewusst. Da gab es nämlich letztes Jahr am 13. Dezember ein illustres Treffen, das war ein Sonntag. Da hatten wir Vorstandsmeeting vom Verein. Bei dem Foto wussten wir noch nichts davon. Haben in Frankfurt zusammengesessen beim Alex Metzler und haben so Buchführungskram diskutiert. Und weil mir das langweilig war, habe ich nebenbei noch ein bisschen auf joomlaportal.de rumgesurft und unfassbar dumme Supportanfragen gelesen. Und da war eine Supportanfrage bei von einem nicht näher genannten deutschen Webhoster von einem gewissen Herrn Flottemensch, der hat da einen neuen Post aufgemacht. Und hat reingeschrieben, ich habe hier so eine gehackte Kundeninstanz und da ist so ein komischer Log-Eintrag drin. Ich kann mir das nicht wirklich erklären, was da passiert ist. Und das war der entsprechende Log-Eintrag dann dazu. Und ich habe mir das angeschaut und dachte so, Moment, irgendwas sieht da nicht gut aus. Weil das sind drei Merkmale drin, die einen aufhorchen lassen sollen. Zum Ersten, das, was als Hieroglyph aussieht, ist das PHP-eigene Format, um Objekte in String, also in eine Zeichenkette umzuwandeln. Das, was da drin steht, ist spezifisch für Joomla, weil da Klassennamen von Joomla auftauchen. Und was ganz kurios war, das kam über den User-Agent von HTTP, weil euer Browser bei jeder Abfrage mitschickt, Servus, ich bin der Firefox. Und statt da Servus, ich bin der Firefox, stand da dieser komische Schnipsel drin. Ich habe mich dann gemeldet bei dem besagten Herrn Flottemensch und erstmal darum gebeten, dass er das vielleicht aus dem öffentlich lesbaren Forum rausnehmen soll, weil das nicht der bevorzugte Kanal für Sicherheitslücken ist. Er war dann so nett und hat mir eine Kopie dieser Seite rübergeschickt. Im Nebensatz dabei noch erwähnt, er hätte an der Seite nichts verändert, nur kurz ein PHP-Update noch auf dem Server gemacht. Und wir waren uns beide einig, dass das nicht so wichtig ist. Merkt euch das, das wird später nochmal interessant. In einem allerersten Schritt bin ich da mal hingegangen und habe diesen User Agent einfach durch Einrücken und ein paar Umbrüche mal so formatiert, dass man was lesen kann. Es war dann relativ schnell klar, ja, wirklich serialisiertes PHP-Objekt, aber was passiert damit? Wir wussten, das fällt als User Agent in Joomla rein, also war der nächste logische Schritt mal zu gucken, was Joomla eigentlich mit dem User Agent macht. Und ich bin dabei über die Klasse JSession von Joomla gestolpert, wo es eine Funktion gibt, und das ist eigentlich der Hammer, aber ganz anders immer. Da gibt es eine Funktion, wo geprüft wird, wenn eine Session gestartet wird, wird der aktuelle User Agent dieses Nutzers gespeichert in der Session.
Und diese Dinger liebe ich hier. Theoretisch wäre es mal so gewesen, dass wenn in der laufenden Session sich der User Agent ändert, diese Session gekillt werden sollte. Weil der Vater des Gedanken war wohl mal, wenn sich in der Session der Browser ändert, ist irgendwas kaputt, dann hat wahrscheinlich jemand die Session gekapert. Das war der Gedanke dahinter. Witzigerweise, man sieht ja die entsprechende Reaktion. Genau, da gibt es keine Reaktion mehr drauf. Also das wird einfach gespeichert, aber dann passiert nichts mehr damit. Anderes Thema. Was passiert, wenn Joomla etwas in eine Session speichert? Normalerweise ist es so, wenn ihr mit PHP was in eine Session speichert, übernimmt PHP die Frage, wo dieser Spaß denn dann wirklich abgelegt wird. PHP hat da eigentlich Session-Händler. Es gibt aber die Möglichkeit zu sagen, wir überlassen das nicht PHP, sondern wir nehmen das selber in die Hand und machen es zum Beispiel wie bei Joomla so, dass wir das Ganze in die Datenbank ablegen. Da gibt es dann die Session-Tabelle. Das in der Datenbank abzulegen ist insofern nicht ganz doof, als dass man dann zum Beispiel hingehen kann, wenn man eine große Seite hat und muss das über 3 Server verteilt machen, ist die Session in der Datenbank und dadurch auch auf allen Servern verfügbar. Das ist so einer der Gedanken dahinter. Wenn man das dann so macht, Session in der Datenbank speichern, sieht man, dass hier diese eigentlichen Nutzdaten sind. Also all das, was aktuell in der Session abgelegt wurde. Ich habe dann mal Folgendes getan. Habe mal in diese Nutzdaten reingeschaut und siehe da, tatsächlich, da steht normalerweise dann der entsprechende Browser des Nutzers drin. Und wenn man den bösen User Agent nimmt, landet auch der dann entsprechend in der Session. Na, das ist hey, super, ist drin, rufst die Seite auf, guckst mal, was passiert. Passiert da aber leider nichts. So einfach ganz normal aus. Also, irgendwas musste ich übersehen haben, habe nochmal auf den ursprünglichen Log-Eintrag geguckt und habe gesehen, dass da zum Schluss noch so komische Schnipsel drin sind, die ich erstmal ignoriert hatte, um es mir einfacher zu machen. Eine kurze Google-Suche dazu ergibt das. Weil das hier ist die Entsprechung eines UTF-8-Zeichens, das dann in der realen Welt so aussieht. Und ich habe dann an meinen bösen User-Agent dieses Zeichen angehangen, die Seite aufgerufen und kabuff, es explodiert. Wieso? Gucke in die Datenbank, stelle fest, da steht hinter unserem bösen Code jetzt plötzlich nichts mehr. Das wird an der Stelle, wo dieses komische UTF-8-Zeichen drin ist, einfach abgeschnitten. Eine kurze Google-Suche ergab, das ist ein Feature, nennen wir es mal, von MySQL in Version kleiner 5.5. Da ist in 5.5.3 gefixt worden. Wenn man in MySQL etwas mit einem UTF-8-MB4-Zeichen speichert, wird das von MySQL an der Stelle des UTF-8-MB4-Zeichens abgeschnitten. Punkt. Keine Fehlermeldung, keine Warning, einfach abgeschnitten. Einfach, weil es das kann. Ab PHP 5.5.3 ist das nicht mehr so, weil dann der Support für UTF-8-MB4 mit dazugekommen ist, aber bis dahin war das quasi Expected Behavior. Ich fand das ein bisschen komisch, aber wir sind da ja auch sehr eigen. Hab dann aber nochmal drauf geschaut und gedacht, dass das trotzdem gar nicht funktionieren dürfte, was da gerade funktioniert hat. Weil es bei serialisierten PHP-Objekten so ist, dass man immer hier so quasi so eine Längenangabe hat. Das bedeutet, der Schnipsel, der jetzt kommt, ist 424 Zeichen lang und dann kommt der nächste Teil. Dadurch, dass wir das Objekt einfach irgendwo mittendrin abschneiden, passen diese Längenangaben gar nicht mehr und das ganze Format ist kaputt. Eigentlich dürfte das nicht gehen. Das müsste verworfen werden, dann kommt was Neues. Da sind wir über so einen kleinen, aber feinen Eintrag im Bugtracker von PHP gestolpert. Das ist, ja, man sieht, ne, war Anfang August. Also knapp 4 Monate vorher ist das gefixt worden. Da geht es um einen Fehler
zum Thema serialisierte Sessions. Und die geht es hauptsächlich darum, dass man in Speicherbereiche schreiben darf, wo man eigentlich nicht reinschreiben sollte. Im ersten Moment ganz unspektakulär. Und irgendwann, wenn man ganz weit darunter scrollt, liest man irgendwo so einen Kommentar, wo ein Entwickler geschrieben hat, ja, aber wenn ich das so ganz genau nachdenke, wird das ja eigentlich heißen, dass man beliebige Sachen in eine Session speichern darf. Die ist dann zwar kaputt, aber wird trotzdem geladen. Vielen Dank für die Info. Was ist also passiert? Da ist im August eine Lücke in PHP entdeckt und gefixt worden und keiner hat verstanden, wie gefährlich die eigentlich ist. Weil sie dazu führt, dass wenn man als Nutzer irgendetwas in eine Session schreiben und ab dem Moment abschneiden kann, kann ich meinen beliebigen eigenen Code in diese Session einschleusen. Nachdem der Baustein da war, ging es da so ein bisschen drum zu entschlüsseln, warum, also was tut dann dieser Code, den ich da erfolgreich einschleusen konnte. Man sieht, dass quasi das äußerste Objekt, was drumherum liegt, ist ein JDatabase Driver MySQL und der hat Disconnect-Handlers. What? Wenn man da reinschaut, sieht man, es gibt in PHP sogenannte Magic Methods. Das sind Methoden, die einfach so von selber aufgerufen werden. Nicht alle davon, aber eine Handvoll. Unter anderem gibt es da diese Destruct-Methode. Die wird automatisch aufgerufen, wenn der PHP-Prozess zu Ende ist und es noch Objekte gibt, quasi im Arbeitsspeicher, die so eine Destruct-Methode haben. Und da gibt es eine Disconnect-Methode, die ist eigentlich dafür da, wenn so ein Seitenaufbau zu Ende ist, alle Datenbankverbindungen zu trennen, damit nicht aus Versehen was offen bleibt. Und hier wird dann geprüft, gibt es eine aktive Verbindung? Wir erinnern uns, wo ist denn hier Connection? Ja, gibt es. Falls ja, schaue durch diese Disconnect-Handlers und rufe die jeweils auf. Das macht der Teil hier. Was wird da aufgerufen? Vom SimplePy-Objekt die Funktion init. Die wird da entsprechend übergeben. Jetzt die Frage, was genau passiert dann ab hier? Wir schauen in SimplePy rein. Da gibt es zum ersten hier eine Prüfung an der entsprechenden Stelle, ob die Feed-URL eine korrekte URL ist. Wir erinnern uns, der eigentliche böse Code steht in genau dieser Feed-URL. Wenn das da jetzt übergeben wird, müsste Pass-URL eigentlich sagen, das ist gar keine URL, das ist PHP-Code, was ein Humbug, zack, explodiert oder schmeißt eine Warnung oder sowas. Realität ist aber, Pass-URL prüft gar nicht, ob das eine wirkliche URL ist, sondern Pass-URL prüft, gibt es einen Doppelpunkt. Falls ja, passt's. Doppeldäumchen an dieser Stelle. Das ist besonders deswegen, ich will jetzt nicht sagen dramatisch, aber hat mich ein paar Stunden gekostet, weil klar war, das hier ist der eigentliche Schadcode. Das da hinten, dachte ich, ist nur so Deko oder irgendwelche Debug- oder Teststatements, deswegen habe ich den Teil einfach weggelassen. Das war nicht so clever. Das hat mich so 3-4 Stündchen gekostet, bis ich verstanden habe, dass das keine Deko ist, sondern Teil dieses Exploits. Wenn man also dann diese URL übergeben kann, gibt es den folgenden Aufruf. Man ruft eine frei wählbare Funktion, die in unserem Exploit-Code dann assert heißt, mit dieser Feed-URL auf. Assert wiederum führt PHP-Code aus, den man übergibt, und gibt ein True oder False zurück, je nachdem, ob eine Bedingung erfüllt wird. Genau. Eigentlich ist es also gar nicht unbedingt da, um Code auszuführen, war in dem Fall nur leichter, als da einfach eine Eval reinzuschmeißen. Das wird immer abgefangen. Was also am Ende des Tages wirklich ausgeführt wird, ist, führe jeden Code aus, der als Post-Parameter übergeben wird. Das ist schlecht. Was wir also brauchen, damit das funktioniert,
ist dieser Session-Bug in PHP, der gefixt wurde, aber wo niemand verstanden hat, was das alles tut. Wir brauchen dieses grandiose Feature in MySQL, weil wir sonst unseren Chartcode nicht an der richtigen Stelle abschneiden können. Wir brauchen dieses etwas weirde Verhalten von SimplePy, was die URLs angeht. Und Joomla hatte an dieser Stelle auch einen Bug. Wir haben nicht geprüft, ob die MySQL-Verbindung, die wir trennen, überhaupt eine MySQL-Verbindung ist. Das ist die einzige Stelle im gesamten Joomla-Code, die für diese Magic-Method-Angriffsmethode empfänglich war. Das haben wir noch nebenbei gefixt. Das heißt, weitere PHP-Object-Injection-Lücken werden in Joomla nicht mehr funktionieren. Als das irgendwann alles klar war, brach ein wenig Hektik aus. war dann quasi am Tag drauf. Haben wir nachmittags, glaube ich, das Release gemacht. Das hat alles sogar noch viel länger gedauert als gedacht, weil ich erstens diese Geschichte mit dem Exit übersehen hatte und zweitens, ihr erinnert euch an diese Nummer mit dem kleinen PHP-Update. Besagter Hoster hat mit genau diesem kleinen PHP-Update diese PHP-Lücke hier geschlossen. Das heißt, ich habe 4 Stunden lang versucht, Exploit-Code auf einem System aufzuführen, das schon nicht mehr funktioniert hat, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. War halt mein Update. Naja, auf jeden Fall haben wir das Ding rausgehauen und was es im ersten Schritt eigentlich nur tut, ist, den User-Agent nicht mehr in der Session speichern. Und damit ist ja dann das Problem gelöst. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Patches haben wir Webhoster angeschrieben, weil uns klar war, verdammte Axt, hier trifft gleich ein Scheißhaufen den Ventilator. Das wird hässlich und vor allen Dingen wird es so sein, dass, weil wir das nicht vorher ankündigen konnten, viele Nutzer nicht schnell genug updaten werden, um davon nicht mehr betroffen zu sein. Deswegen haben wir die Hoster insgesamt über das Problem informiert, haben ihnen dabei noch diesen Beispielcode mitgeschickt, wie das Ganze ausschaut und, das ist der interessante Teil, wir haben ihnen gesagt, so könnt ihr das filtern. Wenn __Test im User Agent auftaucht, was nicht gerade normal ist, dann ist es wahrscheinlich böse, blocken. Diese Filterregel war relativ clever, dass wir die rausgeschossen haben. Es gibt einen größeren deutschen Webhoster, dessen Namen ich nicht nennen darf, dessen Name aber eine Quersumme von 2 bildet. Die haben am 15. Dezember damit deutlich mehr als 100.000 Angriffe schon abgefangen. Und wir haben diese Regeln, glaube ich, Deutschland, also ziemlich an alles, was in Deutschland an Hostern interessant ist, rausgehauen, ein paar internationale. Also es werden mehrere Millionen Hits gewesen sein, die wir damit abfangen konnten. In dem Moment, wo wir das Update rausgehauen haben, das ist jetzt mein Lieblingsteil, konnten wir dann auch beobachten, wie der Rest der IT-Security-Welt angefangen hat, sich auf dieses Problem zu stürzen. Es gibt ein Projekt, das heißt Metasploit. Das ist offiziell ein Security-Pen-Testing-Tool, wo man als seine Mitmenschen liebender Security-Mensch hingehen kann, um mit Einverständnis des Kunden seine Systeme auf Sicherheitslücken zu prüfen. Man munkelt, nicht alle benutzen das nur für die guten Zwecke. Und da hat der Thema geschrieben, hey, die Joomla-Leute, die haben da was gepatcht. Wir sollten jetzt für unser Angriffstool auch direkt mal herausfinden, ob wir da nicht so ein Modul draus bauen können, irgendeinen Automatismus. Die haben halt am 14. direkt damit angefangen und die haben echt lange gebraucht. Also die waren 6 oder 7 Tage beschäftigt, bis sie den Prozess verstanden hatten und wir konnten das halt auf den Kommentaren verfolgen. Das war echt amüsant, wenn die sich wieder auf einer falschen Fährte waren oder nee, du musst das, das hatte einen gewissen Charme. Und was ich an der Stelle auch besonders mag, ein Teil von diesem Exploit-Code, also zum Beispiel, wo haben wir den nochmal was? Der Teil hier oben, das __Test, das brauche ich nicht für den funktionierenden Exploit. Aber bis heute, in allen nur erdenklichen Varianten dieser Attacke, die wir gesehen haben, ist __Test dabei. Niemand hat sich mehr die Mühe gemacht, diesen Exploit-Code wirklich zu verstehen. Er wurde einfach imitiert, weil war leichter. Nachdem dann diese erste Welle, dieser erste Patch raus war, haben wir uns noch mal kurz Zeit genommen, einen Schritt zurück gemacht und überlegt, so, wenn es so ist, dass es reicht, wenn ich als Nutzer von außen einen eigenen Textschnipsel in die Session schreiben lassen kann,
Das war die Bedingung. Ich muss einen Textschnipsel in die Session schreiben lassen können, um diese Lücke auszunutzen. Haben wir in Joomla vielleicht noch eine andere Stelle, wo irgendwas vom Nutzer in der Session gespeichert wird? Boah, weiß ich gar nicht. Aber da gab es doch diese eine Methode, die doch bei Joomla dafür zuständig ist, um zum Beispiel in der Listenansicht, wenn ihr sagt, ich möchte hier gerade nicht 20 Items anzeigen, sondern 100. Dann müsst ihr das nicht bei jedem Seitenaufruf nochmal machen, weil diese Info, hier nicht mehr 20, sondern 100, wird in der Session gespeichert. Dafür gibt es diese Methode. Die funktioniert mit Zahlen, die funktioniert aber auch mit Strings. Und es gibt einen Teil bei Joomla, nämlich die JForm-API. Da geht es darum, dass man mit Joomla schöne Formulare bauen kann. Die hat ein ganz tolles Feature, nämlich wenn ihr ein Formular ausfüllt und da ist ein Fehler drin, ihr sendet es trotzdem ab, kommt das wieder ausgefüllte Formular zurück, damit ihr den Fehler korrigieren könnt. Jetzt ratet mal, wo die Sachen, wenn das Formular falsch ist, in der Zwischenzeit gespeichert werden. Das ist schlecht. So. In Joomla ist es so, in den nicht gepatchten Versionen, dass sich jedes einzelne Formularfeld dazu missbrauchen lässt, Chartcode einzusteuern. Das ist für uns deswegen dramatisch, weil sich das nicht mehr sinnvoll filtern lässt. Wir müssten sagen, bei jedem Post, bei jedem Get und bei jedem Request-Parameter gucken, ob da eine geschweifte Klammer drin ist. Das hätte irre hohe Raten in Sachen False Positives und das ist auch unglaublich unperformant. Also das ging einfach nicht, das war völlig klar. Als uns das dann klar wurde, wie knietief wir eigentlich in der Scheiße stecken, haben wir uns dafür noch einen kleinen Fix überlegt, um das Problem tatsächlich endgültig zu lösen. Das war tatsächlich relativ simpel. Wir gehen nämlich hin, nehmen die Session-Daten, serialisieren die und lassen dann Base64 Encode drüber laufen. Base64 Encode macht nämlich etwas Tolles. Es wandelt das in Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen und ein paar Sonderzeichen um. Aber auf jeden Fall, das, was hier rausfällt, ist nicht mehr das, was der Nutzer mal eingegeben hat. Und diese sichere Variante, die speichern wir quasi jetzt in der Session. Das heißt, ich kann meinen Chartcode in das Formular reinwerfen, das wird auch in der Session gespeichert, aber in einer nicht mehr schädlichen Form. Die Version haben wir dann relativ schnell hinterhergeschossen, 21. September, also eine Woche danach. Da waren noch ein paar kleine Fehlerchen drin, gebe ich zu. Die haben wir dann mit einer 3.4.8, glaube ich, noch behoben am 23.12. Aber zumindest waren wir damit schon mal relativ sicher. Und wir persönlich sind davon ausgegangen, dass in dem Moment, wo wir das veröffentlichen, der Angriff sofort auf diesen neuen Vektor angepasst wird und wir dann richtig tief in der Scheiße stecken, weil es sich, wie gesagt, nicht mehr filtern lässt. Die Realität war, es hat ein bisschen gedauert. Die Angriffe auf diese andere Form der Lücke habe ich das erste Mal bewusst gesehen vor 3 Wochen. Es hat über 8 Monate gedauert, bis das erste Mal ein Angriff darauf aufgetaucht ist. Die Angriffe auf diese Lücke sehen so aus. Es gibt einen Aufruf des Administrator-Login-Formulars. Da wird der böse Exploit-Code in das Formular eingetragen, das dann ungültig ist. Durch den zweiten Abruf kommt es zurück, wird ausgeführt und dieser Chartcode ist dann so gebaut, dass ich danach als Administrator angemeldet bin und über den Installer mein böses Plugin einbringen kann. Das ist deswegen relativ gemein, weil man sieht ja relativ schnell, das könnten auch verhältnismäßig normale Abfragen sein. Das springt einem nicht so ins Auge wie ein manipulierter User-Agent. Wir haben echt gedacht, dass das viel, viel schneller geht. Und wenn das schneller gegangen wäre, dann Prost Mahlzeit. Das wäre für Joomla ein sehr, sehr großes Debakel geworden. Wir haben schon so, die Lücke ist uns am 13. dann aufgefallen. Erste Angriffe gab es ab dem 11. Das heißt, 3 Tage war das quasi schon in the wild, bevor wir es gemerkt haben. Wir konnten es dann filtern, das wäre nicht filterbar gewesen. Und wir haben jetzt noch User, die diese Dezemberlücke nicht gepatcht haben. Die sind immer noch dafür angreifbar. Never change a running system, ne? Warum, du meinst jetzt die ersten Angriffe vor 3 Wochen auf dieses Registrierformular? Mhm. Warum bist du dir so sicher, dass es erst vor 3 Wochen war? Also warum
warum meinst du, dass es... Weil wir über unsere Kontakte mit den Hostern wissen, dass es vor 3 Wochen eine Welle, eine neue Infektionswelle bei veralteten Joomla-Seiten gab. Und ich dann stichprobenartig die Logs durchgeguckt habe und es ist genau dieses Muster. Und du meinst, weil du fast alle Hoster kennst, es hätte... Diese Art Angriff des Shepherds so sehr, das bekommst du mit. Also da bin ich mir relativ sicher. Für uns haben wir da so ein paar Lektionen draus gezogen. Das erste ist, dass unsere Geschwindigkeit als Team bei solchen Zero-Day-Exploits entscheidend ist. Wir haben 24 Stunden gebraucht, um den Patch rauszuschießen. Wenn es länger gewesen wäre, wäre das blöd gewesen, um das mal ganz nett zu sagen. Die zweite Geschichte und an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an denjenigen, der das zusammengebaut hat. Die Kreativität, um die eigentliche Lücke auszunutzen, finde ich schon sehr beachtlich. Also das ist kein trivialer Angriff. Man musste viele Sachen miteinander kombinieren. Man muss dazu sagen, ein Teil der Sachen gab es tatsächlich so im Regal. Also diese Object Injection, die gab es schon mal in der Joomla Extension. Die konnte man sich da aus dem Regal nehmen, wenn man soweit war. Aber die Idee, diesen MySQL-Bug mit dem PHP-Bug zu kombinieren und dann nach einem infizierbaren PHP-CMS zu suchen, das war schon nicht ganz unaufwendig. Also wenn ich ihn mal irgendwann treffe, haue ich ihm eins rein, danach kriegt er ein Bier. Auf der anderen Seite waren wir aber auch erschüttert, dass es eben mangelnde Kreativität gab, weil wie gesagt, Unterstrich Test ist immer noch überall drin, hat keiner verstanden. Und was uns auch klar wurde, dass die Zusammenarbeit mit den Hostern für uns eines der Schlüsselelemente bei weiteren Security-Problemen wird, weil wir uns nicht die Illusion machen brauchen, dass Nutzer ihre Seiten aktualisieren. Und selbst wenn sie es tun, ihr seid ja alle die engagiertesten der engagierten Nutzer, ihr seid zu langsam. Wenn wir nachmittags um 2 einen Patch veröffentlichen, und das war ein guter Fall, also uns ist die Lücke vorher vertraulich gemeldet worden, gehen am Abend die Angriffe los. 4 Stunden ist so der Zeitraum, den man realistischerweise hat, von Veröffentlichung Patch bis erste Angriffswelle. Und in 4 Stunden, das ist nicht leistbar. Stellt mal vor, wir veröffentlichen den Patch mal aus Versehen um 2 Uhr morgens. Bis ihr aufwacht, seid ihr gehackt. Das heißt, wir müssen den Nutzer als schwächstes Glied in dieser Kette irgendwie umgehen. Und da denken wir, dass die Zusammenarbeit mit den Hostern und die aktive Filterung auf Serverseite der tatsächlich beste Weg ist. Weil wir das denken, und das ist jetzt schon mal ein bisschen vorgegriffen, wird es ein Projekt vom CMS-Garden zusammen mit dem ECO-Verband und dem Bundeswirtschaftsministerium geben. Wir werden diese aktuell noch semi-professionell zusammengeklebte Geschichte nämlich in ein professionelles Projekt überführen. Wir werden uns mit den Security-Teams der CMS zusammenschließen, ein Treffen mit den Security-Teams der Hoster machen und da einen Prozess aufsetzen, der genau das ja in vernünftige Wege leitet, damit wir dann noch schneller unsere Filtergeschichten werden. Ja? Darf ich jetzt fragen, wie das mit den ganzen kleinen Hostern ist? Also ich meine, wir hosten selber auch, also ich nicht zum Glück, ich habe damit nichts am Hut, aber mein Chef. Wie weit könnte man da dann mit zusammenarbeiten oder kriegt man da von der Finanzierung hin? Weil ich meine, wir haben jetzt vielleicht nur irgendwie keine Ahnung, da die Kunden, wir haben aber es sind auch schon zumindest ein paar. Auf einen Vortrag von einem wo der Guido immer so drauf besteht. Ja, also sagen wir es mal so, dadurch, dass wir haben den Zuwendungsbescheid jetzt seit Anfang des Monats, es gab noch kein Kickoff-Meeting. Es ist noch nicht so richtig klar, wie der Modus ausschauen wird, wo man sich da, kann man sich da irgendwo registrieren, geht das dann per Newsletter, macht man einen RSS-Feed, das müssen wir noch ausknobeln, weil die Problematik ist, dass du aus den Filterregeln natürlich auch unmittelbar auf die Lücke schließen kannst. Das heißt, der Kreis der Empfänger muss so klein wie möglich, aber so groß wie nötig sein. Und da wird es interessant werden, da eine Balance zu finden. Ich meine, es wird ja reichen, wenn es so eine Art Zwei-Stufen-System gibt, dass die ersten, die wichtigsten Hoster das sofort kriegen und die anderen dann aber noch vor dem Patch, damit man aber halt dann irgendwie... Vor dem Patch wird es diese Info nicht geben. Die gibt es immer nur gleichzeitig mit dem Patch. Aber selbst da, ne? Also ja, ich kann es dir noch nicht sagen, ich verstehe dein Anliegen.
Da müssen wir einfach eine gute Balance finden, um uns da nicht, wenn dein Chef plötzlich unter die dunkle Seite der IT-Security-Fuzis wandert. Wenn er da nicht schon ist. Genau, eben. Ja, ja. Das ist die Problematik. Das müssen wir, da müssen wir tatsächlich eine gute Balance finden. Ja, schwierig. Ja? Eine Zwangsupdate-Funktion, dass du sagst, du hast ein kürzeres Abfrageintervall, also 2 Stunden. Und wenn so ein Patch rauskommt, dann läuft das am Anwender vorbei und wird aufgespielt. Egal, ob dann jemand der sagt, was ist denn der Core? Bei deinem Ansatz gibt es 17 Kubikmeter Probleme. Ja. Das erste ist ein ganz praktisches technisches Problem, nämlich wenn jemand noch eine Joomla 3.2.2 einsetzt, die anfällig ist, kann ich dem ja dann kein Zwangsupdate auf Joomla 3.7 verpassen. Also muss ich den Security Patch für jede jemals erhältliche Version vorhanden haben, um dieses Zwangsupdate sinnvoll fahren zu können. Ja, ich sag mal so, wenn du einen gewissen Stand erreicht hast, ja sagen, ab jetzt zählt das und ab jetzt werden praktisch die Updates aufgespielt, weil ich habe ja zum Beispiel auch ein anderes System laufen, das fragt mich nicht. Wenn da ein Update kommt, dann bist du aufgespielt. Das ist bis jetzt immer so gut gelaufen. Ja, aber wie gesagt, du brauchst die Manpower, um für eine Vielzahl von Versionen plötzlich diese Patches bereitzustellen, das ist das eine Ding. Und die zweite Geschichte ist, das was wir da jetzt an Security Patch, Session Look ist dafür super, was wir da zusammengebaut haben, ist nicht rückwärtskompatibel. Es gab Extensions, die wegen diesem Patch hops gegangen sind. Und wenn du ein Zwangsupdate machst und eine Seite geht danach nicht mehr, bist du erstens der Arsch und zweitens weißt du, dass der Nutzer diese Update-Funktion nie wieder nutzen wird. Jetzt ist immer die Frage, was ist jetzt der größere Schaden? Wenn eine Handvoller Seiten nicht mehr funktioniert oder wenn Joomla massenhaft gehackt wurde und Leute nicht hinterherkommen? Ja, wie gesagt, in Deutschland hast du ja das Problem der rechtlichen Situation. Ja. Aber wenn du das absegeln lässt bei der Installation und sagst, jemand auf Sicherheit abwägt. Ich, wie gesagt, ich verstehe deinen Ansatz. Ich glaube aber, dass es der schmerzfreiere Ansatz ist, so Sachen tatsächlich zu filtern für alle Beteiligten. Ja, ich glaube, das ist der clevere Weg. Das besagte Konkurrenzsystem hat eine deutlich einfachere Situation aufgrund der Policy in Sachen Rückwärtskompatibilität. Man macht keine Backwards-Breaking-Changes, also kann man auch eigentlich immer bedenkenlos updaten. Kannst du schon so machen, aber es ist halt kacke. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis, den ich persönlich in Sachen Zusammenarbeit auch kurios bis schockierend fand. Als uns klar war, dass das jedes PHP-System betrifft, dass Session-Daten im Klartext in einer MySQL-Datenbank speichert, haben wir mal eine Handvoll andere Systeme angeschrieben und gesagt, guckt doch mal, ob ihr da vielleicht auch betroffen seid. Ich habe 15 Systeme angeschrieben und von 3 kam eine Rückmeldung. Von 12 anderen habe ich bis heute nichts gehört. Eines dieser 12, Drupal, hat mir zwar nicht geantwortet, hat aber witzigerweise die Lücke gefixt. Da bin ich irgendwann mal Wochen später auf Twitter angeschrieben worden, ich bin der und der von Drupal, ich finde das ja total toll, dass ihr Joomla-Leute bei uns Security-Bugs fixt. Und ich so... Ihr könnt halt besser. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe hier gerade die Release Notes gesehen und du stehst da als Reporter drin. Ich so, ja, schön, dass ich das so erfahre. Da gibt es scheinbar noch Optimierungsbedarf in Sachen Strukturen, was Security Teams angeht. Aber das war ganz amüsant. Wie gesagt, von den anderen Teams nichts gehört. Von WordPress habe ich was gehört. Die Antwort hat mir ehrlich gesagt Angst gemacht. Die war nämlich, wir haben zwar Sessions, aber wir benutzen nicht die von PHP. Schön. Und vom Rest keine Resonanz. Das finde ich bitter. Gibt es Fragen? Hier so eine technische Frage. Ist denn der MySQL-Bug wirklich zwingend erforderlich? Ja. Weil du diese PHP-Lücke basiert darauf, was haben wir denn? Wo ist denn der Exploit-Code? Dieser PHP-Bug basiert darauf, dass PHP bei so einem fehlerhaften String hingeht und prüft, wo hört der kaputte Teil auf und wo ist quasi wieder ein valides Objekt. Und das valide Objekt wäre dann hier,
wenn es hier weitergehen würde und du hättest es nicht abschneiden können, wäre der gesamte Teil ungültig. Und dann hättest du es nicht ausführen können. Das heißt, du brauchst definitiv hier den Cut, damit PHP sagt, bis hierhin verwerfe ich es und das hier ist meine neue Session. Ach, der Index, der die Länge angibt, der ist kommt beim Serialisieren erst genau. Zu dem Zeitpunkt erstellt. Ich dachte, der käme auch ein User-Agent. Nee. Genau. Kranker Shit, sage ich euch. Also Kreativität, muss man wirklich sagen, ne? Dass man da wirklich da zwei Bugs in eigentlich, erstmal das CMS-System, erstmal zwar auch ein Fehler, aber im Endeffekt, dass man von hinten versucht, dass ein Bug im Endeffekt. Mich würde tatsächlich sehr interessieren, wie es gefunden wurde. Meine aktuelle Vermutung ist, es gibt Pentesting-Tools, die wahllos über alle nur erdenklichen Kanäle, HTTP-Header, Post, Git, hast du was nicht gesehen, eine Web-Applikation zuballern. Das heißt, über alle Kanäle nehmen die irgendwelche Textschnipsel oder Zahlen, SQL-Queries und schmeißen die irgendwo rein und hoffen, dass irgendwas kaputt geht. Und einige dieser Pentesting-Tools prüfen dabei im Hintergrund den Inhalt der Datenbank, um zu schauen, ob irgendwas durchkommt. Ich habe den Verdacht, dass jemand was in den User-Agent geballert hat und dabei festgestellt hat, ach, guck an, das landet in der Session-Datenbank. Was kann man denn mit PHP-Sessions machen? Und von da an setzt sich dann so eine Kette in Bewegung. Man findet den PHP-Bug, man muss sich überlegen, wie kann ich das Ding abschneiden? MySQL, Truncation, ach, guck mal, brauche ich nur so einen Character und dann ist der Angriff ja schon fertig. Ja, so gesehen, wir haben alle großes Glück gehabt. Wenn das nicht 8 Monate gedauert hätte, bis dieses Formularding aufgefallen wäre, Prost Mahlzeit. Deswegen hätten wir auch fast die Trollfahrt. Dankeschön. Kennt die Anspielung eigentlich jemand? We almost lost Detroit. Kernkraftwerk in den USA, Three Mile Island.